Heute nehmen wir Sie mit ins Havelland. Von zu Hause per Bus in Ihr Urlaubsdomizil. Hier sind die Seen der Kolonistenhof Groß Derschau und Schloss Ribbeck die wichtigsten Etappen Ihrer Reise. Dann besuchen Sie noch den Sommersitz der Königin Luise in Paretz. Schließlich wieder zurück nach Hause. Dutzende Seen werden von dem Fluss durchflossen. Hier auf dem Schwielusee geht die Sonne soeben unter. Ein wundervoller Tag in der Natur des Havellandes. Ich melde mich heute aus dem schönen Havelland. Genauer gesagt aus Ribbeck. Hinter mir das Schloss Ribbeck, die Dorfkirche und ein kleiner Birnbaum mit einer Skulptur einer Birne. Was hat es damit wohl auf sich? Ja, ganz genau. Theodor Fontanes berühmtes Gedicht. Herr von Ribbeck in Ribbeck im Havelland. Und so wuchs unser Museum Stück für Stück für Stück. Und es drängten Ausstellungsstücke nach und so haben wir also eine wunderbare Ausstellung. Und das Tolle ist, dass wir in diesem schönen Ensemble hier die Kolonistenkirche haben. Oh, yeah.